Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir hier den Eingang oder den Geheimgang gefunden, also den Eingang zum, ich zitiere, Quotenkeller. Und da gehen wir jetzt einfach direkt mal runter. Dieser William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Okay, ganz schön dunkel hier unten. Ich dachte auch erst, dass er gerade nicht durch den Spind passt, aber okay, jetzt haben wir natürlich irgendwie nicht eine Fackel oder sowas. Ah. Okay, es wäre Licht plötzlich einfach. Kiste mit Krempel. Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Okay, mal gucken, ob da was drin ist. Nein, einfach nein. 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 Okay, die Antwort war deutlich. Hühnerkostüm. Blamilen oder Kasilen? Ja, daran können wir uns natürlich auch erinnern. Das bleibt schön hier. Okay, auch das Hühnerkostüm können wir nicht mitnehmen. Gucken, das Skelett. Lena hat aber ganz schön zugelegt. Okay, der war fies. Die muss hier bleiben. Also Lena muss hier bleiben. Lena Meyer-Landrut im Keller von Studio König. Kiste mit Seepferdchenabzeichen. Ach, die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig. Auch die liegen eigentlich ganz gut da. Auch die können wir nicht mitnehmen. So, was gibt's denn hier noch so? Das Skelett, dann hängt hier noch was? Der Latexanzug. 50 Shades of Cone. Den können wir bestimmt Ich mitnehmen. lasse ihn lieber hier. Verdammt. Und die Maske? Ich will gar nicht wissen, was er damit macht. Ja, das ist korrekt. Nein. Okay. Und hier haben wir noch eine Gurke. Nahrung oder Sexspielzeug? Schwer zu sagen. Können wir das denn mitnehmen? Nein. Auch das leider nicht. Glumpdosen. Sehr gut. Hier gibt es noch Handschellen. Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Ja, hoffentlich nicht. Ja, witzig. Okay. Ein Kanister. Da steht ein Kanister. Ja. Okay, den Kanister konnten wir jetzt aufnehmen. Lieber nicht. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Cola fehlt noch. Alkohol fehlt noch. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was sammeln, um einen Glump zusammenzukommen. Oh, das ist ein großer Berg. Ach du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Willi Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump, Trademark, verabreichen. Hi Jan. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält: Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt.
Okay, also das Rezept, das wussten wir eigentlich schon, weil wir schon den Kanister gefunden haben, wo wir das alles reinfüllen müssen für diesen Konterglump, den wir jetzt herstellen müssen, um William hier wieder auf die Beine zu kriegen. Mal gucken, ob wir trotzdem was mit William machen können. William Cohn. So stelle ich mir eine Geburt vor. Okay. Der dünne, blasse Junge trägt den dicken alten Mann. Sehr lustig. Ja, ich kann ihn ansprechen. Hallo, William. William, du musst aufwachen. Die Show fängt gleich an. Raus aus den Federn, alter Mann. Du bist ein übelriechendes, glumpgurgelndes Schwein. Da hilft nur eine Dose Konterglump. Trademark. Okay, also ansprechen und beleidigen hat nichts geholfen. Mal gucken, hier gibt's noch einen Medizinschrank. Williams Medizinschrank? Gruselig. Den können wir bestimmt öffnen. Und da liegt ein Gummihandschuh drin. Ein paar Gummihandschuhe. Okay, direkt ein ganzes Paar. Die können wir hoffentlich auch mitnehmen. Sehr gut. So. Schön wieder den Schrank zumachen. Oh, Gitter. Fehlt nur noch Walter und der Frauenknast ist perfekt. Naja. Mal gucken. Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Okay, so. Jetzt haben die beiden Bastard Brothers ja gerade gesagt, dass wir sie in der Werkstatt finden. Die Werkstatt haben wir ja noch nicht gesehen. Vielleicht können wir jetzt durch die Tür, die vorhin noch abgeschlossen war, die zu mehreren Räumen führt. Also ich hoffe es zumindest, oder? Vielleicht geht es hier noch nach rechts weiter? Nee, scheinbar nicht. Okay. Also die Bastard Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Sehr gut. Wie vermutet... Tatsächlich kann ich jetzt durch diese Tür gehen. Ich bin gespannt, was dahinter ist. Garderobe von Relevant. Ist die Garderobe denn überhaupt noch relevant? Diese Tür ist irrelevant. Okay. Hat sich eingeschlossen. Ja, beleidigt. Der Relevant wahrscheinlich ist er beleidigt. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Das bleibt schön hier. Schade, das hätte ich mir auch gerne zu Hause aufgehangen. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Ja. Hier moderiere ich die Neuauflage von Wetten, dass. Okay, also diese Pflanze, der geht's nicht mehr so gut wie der Claudia Roth-Pflanze im Flur. Also in dem anderen Flur. Wir sind ja hier auch in einem Flur. Garderobe von Adi. Das ist die Garderobe von Adi, direkt neben meiner. Zufall? Adi ist ja schon fast so ein kleiner YouTube-Star. Oder YouTube-Star. Hat sich eingebunkert. Aber auch zu ihm kommen wir nicht. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Ah, okay. Warum geht's den Pflanzen dann so viel besser? Mal gucken, was das für ein Poster ist. Ponyboxen mit Jürgen Domian. Okay, komisch. Dass es der Pflanze einfach so viel besser geht als der. Da ist noch irgendwie so ein Kabel oder sowas dran. Strom vielleicht auch nur, ich weiß es nicht. Hier ist noch ein Poster. Beats im Kies, das war geil! Okay. Das bleibt schön hier. Schade. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Der Lüftungsschacht, auch der lässt sich nicht öffnen, da kann ich jetzt auch nicht durchgehen. Hier gibt's einen Durchgang, hier gibt's natürlich noch eine Garderobe für Böhmi. Mal erstmal noch weitergehen, mal gucken. Hallo? Okay, hier ist Ende. Ein Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Und da hinten ist ein Wegweiser, ja, für Zirkus Halligalli. Ein Plakat von Zirkus Halligalli, zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Oh oh.
braucht kein Mensch. Stimmt. Das bleibt schön hier. Okay, Kopierer. Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Oh, schauen wir doch mal rein. Papier. Sieht aus wie eine Quittung. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ich glaube, das wird schwierig. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Halte ich immer noch für schwierig. Okay, so, dann gehen wir mal hier noch zur Garderobe. Zu unserer Meine Garderobe. Garderobe. Genau, unsere Garderobe. Sehr gut. Da können wir rein. Aber Garderobe ist ja nicht gleich Büro. Ich glaube, ja, okay. Sehr gut, das sieht also aus wie das alte Studio. Und hier haben wir eine Kiste Cola. Oh, oh. Cola ist mein Schmusi. Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump Trademark trinke. Du trinkst auch gar keine Cola mehr eigentlich. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. Okay, jetzt haben wir hier eine Flasche Cola. Aber wir können noch mal gucken, was jetzt in diesem Kanister ist. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Cola fehlt noch. Alkohol fehlt noch. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Okay, die Cola haben wir ja schon. Jetzt noch nicht in den Kanister gefüllt. Dafür müssen wir die Flasche noch öffnen. Hier oben gibt es einen Monitor. Nur Rauschen. Das könnte ProSieben doch ab 2016 statt TV Total senden. Lustiger wär's. Das will ich nicht haben. Okay. Die Moncler-Jacke. Ich hab Style und das Geld. Kam die daher? Meine Moncler-Jacke. Gefüllt mit K1s Echthaar. Okay. Hier ist es schon warm genug. Okay, dann schauen wir uns mal weiter um. Erstmal hier hinten. Der Prism Computer. Und ein Longboard. Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Jetzt nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Kein Longboard-Führerschein. Ich trenne Fanpost und Hate-Mails. Bleimer. Also, mal gucken, ob wir da was rausholen können. Eine Beefbombe von Campino. Endlich wieder Beef. Geil. Okay, wir haben Beef gefunden. Die können wir bestimmt dem Beefträger geben. Mal gucken, was er uns dafür gibt. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Ja, das lohnt sich doch. Was? Woher weißt du das? Was? Thomas Gottschalk auch? Du Schmierölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Okay. Also von dem Prism-Computer lernen wir, glaube ich, nichts. Dann habe ich noch eine Serviette. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ja klar, war ja ein Show-Element, ne? Gucken, ob ich das mitnehmen kann. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Okay, den Fehler habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gemacht, dass ich ein Stück Papier zweimal angeklickt habe. Das machen wir nicht nochmal. Die Adi-Action-Figur. Mit Action kannte der sicher aus. Die können wir bestimmt mitnehmen. Arm rauf, Arm runter, Arm rauf. Ach, das wird nie langweilig. Hitlerwitze. Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Es ist wie zu Hause. Also, naja, ich würde nicht gerne aussehen wie Rudi Carrell. Das bleibt schön hier. Okay. Hier ist ein Fenster. Das sieht eigentlich nicht aus wie ein echtes Fenster. Schön draußen. Wenn die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wegen des Teints. Okay. Oh, hier haben wir noch eine Schublade. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Eine Schublade. Ja, die ist jetzt schon mal offen. Können wir die jetzt auch... Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Sehr gut. Die Teamtoilette. Okay.
Das sind meine Eier aus Stahl. Eier? Kann man kaum erkennen, was das ist. Jetzt nicht. Manager-Spielzeug. Sehr gut. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Ja. Ja, lass dich drüber streiten. Oh oh. Wie ist er nochmal? Microsoft Money oder so? Kommt gleich um die Ecke. Stark! Ja, super. Das wie in die guten alten Zeiten. Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt irgendwie alles gesehen und wahrscheinlich auch alles mitgenommen. Ah, Moment. Die Eier aus Stahl. Vielleicht können wir damit die Flasche. Cola ist mein Schmusi. Vielleicht können wir die Flasche damit öffnen. So kriege ich sie nicht auf. Schade. Also wir müssen... Oh, mit dem Arm von Hitler. So kriege ich sie nicht auf. Schade. Okay, jetzt haben wir hier den Beef. Ich glaube, wir bringen jetzt erstmal den Beef zum Beefträger. Mal schauen. Ach, hier gibt es auch noch einen Ne, wir gehen erstmal hier durch den Durchgang. Ach, das ist die Werkstatt. Ja, komm, dann gucken wir uns ja hier in der Werkstatt erstmal um. Da ist ein Trichter. Ach, den Trichter brauchen wir bestimmt, um alles in den Kanister zu füllen. Trichter Alexander Holt. Ich frage mich manchmal, wer sich diese Gags ausdenkt. Also wirklich. Okay, den Trichter haben wir schon mal. Den Trichter kann ich doch jetzt bestimmt mit dem Kanister kombinieren. Da passt er nicht rein. Verdammt. Okay, dann brauchen wir den für irgendwas anderes. Mikrowelle. Der Thermomix des kleinen Mannes. Och, nie hat man Popcorn dabei. Okay, da will ich jetzt auch nichts reintun. Was haben wir hier noch so? Hier ist noch was. Ein Schraubstock. Den haben die Bastel Brothers vom Schraubstock-Festival. Leider fehlt die Kurbel. Verdammt. Okay, wir brauchen also irgendwie einen Metallstab oder irgendwie oder eine andere Art von Stange, damit wir hier irgendwas einspannen können, was auch immer. Die Kurbel fehlt. Ja, das habe ich schon kapiert. Das sind die Bastel Brothers, Marcel Magic und Simon Spectacular. Das ist herrlich mit den zwei Köpfen. Die benutzen lieber, als dass sie benutzt werden. Oh, okay, also, Moment, erst die Luftballons. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Ich hoffe, er pustet die Luftballons nicht auf, dass sie zerplatzen, weil, na, dann wird's hier unangenehm. Braucht kein Mensch. Schade. Kann er den, vielleicht, nee. Egal, komm, wir sprechen mal mit den Bastel Brothers. Okay. Hi, Bastel Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? ja, hat er sich nicht gemeldet. Sag mal, habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Das ist ein guter Tipp. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Okay. Wie war nochmal das Rezept? Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma... Ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. So, das Rezept, das kannten wir jetzt ja schon. Okay, mehr erfahren wir von denen auch nicht. Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. Tschüss. So, unser Inventar ist hier auch gleich schon... Oder ist schon eigentlich voll, ne? Deswegen bringen wir jetzt mal den Beef zum Beefträger. So. Hier weiter. Wir probieren das natürlich erstmal
der Raum war ja vorhin noch nicht auf. Der Partyraum? Egal, wir gehen jetzt trotzdem erstmal zum Briefträger. Oh, und der Türsteher ist weg. Und da können wir jetzt sogar durch. Ah, also wo? Also, da gibt's noch echt viel zu sehen. Könnten Sie kurz aufhören, Ihre Füße zu rommeln? Na gut, aber ungern. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Juhu, eine Beef-Bombe von Campino. Da muss aber noch Porto drauf. Okay, jetzt haben wir ihm den Beef gegeben. Dafür hat er jetzt diese Hornhautrommel fallen gelassen. Die können wir jetzt ja bestimmt aufnehmen. Eine Hornhautrommel! Hat Adi damals aus dem DM mitgebracht. Ja. Ist klar. Okay, damit können wir jetzt ja irgendwas klein machen. Gehen wir mal hier erstmal durch, ne? Okay, der Merchandise-Stand ist das hier, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist Backstage. Gehen wir mal zurück. Und gehen wir mal in den Partyraum als erstes noch. Gucken uns gleich einmal kurz um. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangster-Rapper und will mir meinen guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. Ja, hat sich allerdings mehr angehört wie Lukas. Lukas Tagebuch. Okay. Hier gibt es jetzt ja auch schon ein bisschen was zu sehen auf jeden Fall. Ja, fangen wir mal hier an. Wissen, was das hier alles ist. Schlagzeug. Wem sein Schlagzeug ist denn das? Ach so, Felix seins. Sein anderes Drumset steht bei Sarah Connor. Okay. Ich hab's auf Fizz umgestimmt. Das wird ein Spaß. Vergammelter Burger. Igitt, den kriegt der Praktikant. Oh, super. Nein. Okay, den Burger kann ich nicht mitnehmen. Leider. Also ich brauche hier noch Alkohol und Alpaka-Schweiß, glaube ich. Und dann noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht ist hier was im Kühlschrank. Den fasse ich nicht an. Da soll sich mal schön der Rach drum kümmern, wenn er wieder von RTL angekrochen kommt. Ja, klar. Mach mal auf. Sehr gut. Guck mal, da hängt auch ein Zettel. Eine Abmahnung. Eine Abmahnung von Martin Kurzer. Hat mich schlappe 906,50 Euro gekostet. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Das glaube ich nicht. So, hier Prosecco, das ist heute Alkohol. In dubio Prosecco. Den nehmen wir mit. Eine fehlende Flasche wird sicher keiner bemerken. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Ja, für die hier, was haben wir da? Also natürlich die 25.000 Stück Laugengebäck, das war's ja auch. Die XXL-Dose Glatzenpolitur für William. Ein Cape-Reiniger für Captain Obvious. Eine Urheberrechtsverletzung. Zwei Wumbo-Figuren, und nee, die waren nicht so teuer. Und können Sie das bitte wiederholen? Nein, also wir antworten mal wahrheitsgemäß. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Das Jahresgehalt für die Autoren, Beefmann für den Beefträger, zwei Wumbo-Figuren. Okay, das waren die Wumbo-Figuren. Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Ja, das war die Urheberrechtsverletzung. Eine Urheberrechtsverletzung? That's right, Bro. Okay, Digga, dann passt das ja so. Aber wenn Sie uns nur einmal bescheißen, dann zieh ich Sie Otto persönlich an Ihrer zu langen Nase über den shiny Floor. Peace out, Herr Bonermann. Yeah! Sehr gut, wir haben alles richtig beantwortet und konnten uns die Prosecco-Flasche mitnehmen. Und jetzt sehen wir auch, unser Inventar ist... Hat schon zwei Seiten und es geht tatsächlich hier weiter. Das ist ziemlich cool. Wahrscheinlich können wir hier in dem Raum nicht mehr viel machen.
Aber schauen wir kurz mal noch um, was es hier auf jeden Fall noch gibt. Also es gibt hier noch ein DJ Bobo Poster. Chabos wissen, wer der Bobo ist. Ja, okay. Und das bleibt schön hier. Ja, wahrscheinlich kann ich diese ganzen Poster, oder können wir diese ganzen Poster... Oh, guck mal, aber... ...nicht mitnehmen. Das Ace of Base Poster ist also aber, und dann gibt es hier noch ein One Direction Poster. Ich finde ja AJ am süßesten. Ja, wer auch immer das ist. Und eine Federboa. Die muss Ross Anthony hier vergessen haben. Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Okay, eine Feder haben wir nur mitgenommen, nicht die ganze Federboa. Alles klar. Und ansonsten, hier ist noch ein Sofa. Die Besetzungscouch. Hier wurden viele Karrieren begonnen, aber noch mehr Karrieren beendet. Okay. Was haben wir noch? Geht zu Bass, Gitarre oder der Steuerprüfer? Nee. Gucken wir uns noch die Gitarre da hinten an. Ich kann Gitarre und Bass nie auseinanderhalten. Ah, okay, deswegen stand da beides. Können wir die mitnehmen? Ach, das gibt wieder nur Ärger. Okay, lassen wir nach. Ja, dann sprechen wir mal noch mit dem Steuerprüfer. Oder gucken wir uns den erstmal an. Sieht irgendwie unseriös aus. Lieber nicht. Okay, mitnehmen können wir nicht. Okay, also wir haben hier schon gefragt, wer Sie sind und was machen Sie hier. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Warum haben Sie eine Maske aus? Das haben wir ja auch eigentlich alles schon gefragt. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Ja, das ist richtig. Also wir wissen die Antworten ja schon. Ach, ist egal. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Okay, so, der Gefrierschrank lässt sich bestimmt nicht extra öffnen. Wir machen den aber nochmal zu, hier in den normalen Kühlschrank, damit wir ein bisschen Strom sparen. Ja, dann gehen wir mal zurück. Das hier können wir nicht anfassen, nee. Fenster? Ja, das gucken wir uns alle an. Haben Apple. Nur der Partyraum hat noch Windows. Oh, oh Gott, ich muss hier raus. Das war ein ganz schlechter Gag. Da komme ich nicht ran. Okay. Dann ist noch irgendwie eine Harfe oder so, aber geht auch nicht. Das hier sieht tatsächlich aus wie irgendwie ein kleiner Bildfehler. Naja. Oh, da habe ich... Ich habe doch da. Da liegt ein Drumstick aus Edelstahl. Sehr gut. Eigentum von Felix, der Dönerwade, unserer Drummer Queen. Das ist der fehlende Stab für dieses Teil da in der Werkstatt der Bustle Brothers. Gut, ja. Lassen wir es erstmal dabei. Und wir haben jetzt einiges zu tun nächstes Mal. Also, wir können noch in die Toilette rein, wir haben einen Schlüssel dafür, wir können bei den Bustle Brothers das da reintun. Dann schauen wir mal, was da so passiert. Also als nächstes gehen wir dann in die Teamtoilette. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.